Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten zum DLC von Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Ich musste gerade noch eine halbe Stunde jetzt einen Download starten. Wir sitzen hier mitten in der Nacht. Es ist jetzt 0:34 Uhr. Ich werde mir jetzt aber trotzdem die ersten Momente gönnen. Und der Kollege hier sollte uns weiterhelfen. Oh, eine Kollegin. Ihr würdet vom Gütigen. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, okay. They have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Werden Sie mich unterstützen? Ich hoffe, dass ich keine Unterstützung brauche, aber... Komm now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. Sie wird mir folgen. Auf ein baldiges Wiedersehen. Ich weiß nicht. Sollte ich dir vielleicht jetzt schon eine drüber ziehen? Komm now. Touch the withered arm and travel. Wir haben hier schon wieder... Wir haben schon wieder den Fall. Direkt... Der erste NPC im DLC ist mir sus. Das gibt's doch nicht. Wie schaffen die das? So wie die redet. Irgendwas stimmt nicht mit der. Am liebsten würde ich ihr direkt eine drüber ziehen, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Wir gehen mal rein. Let's go. Okay. Jetzt. Da oben liegt Loot. Ich will an den Loot da oben. Darf ich? Nee. Ah, warte, ich kann ja rennen. Und hopp. Nee, schade. Hätte ich da jetzt hochklettern können? Das wäre zu witzig. Einfach hier rausklettern, ne? So, was haben wir hier? Oh mein Gott! Was ist hier los? Grabfeldebene. Der gute Baum hat einen Schleier. Okay. Ja, da ist eine Gnade. Ich hoffe mal, dass ich hier einfach hinlaufen kann. Jawohl. So. Ja, was ist mein Auftrag jetzt hier? Hallo? Habe ich irgendeinen Plan? Kann mir mal einer kurz... Wo sind denn die Kumpels von der Lady? Da sitzt ein Vögelchen auf einem Torbogen. Was ist hier los? Wer bist du? Was machst du hier? Was bist du? Holy shit! Okay, warte mal. Das machen wir mal ganz kurz. Ohne. Ohne Pferdchen. Gut, passt. Kommt hier einfach einer aus der Ecke. Schmiedeschrift Zirk. Der Fluchklinge. Okay, eine neue Waffe bekommen. Ich fand dem seine Moves jetzt irgendwie aber nicht so cool. Nicht mein Ding. Da so irgendwie rumzuzappeln. Ich habe lieber eine dicke Keule in der Hand. Nein, es geht schon wieder direkt los. Okay, Entschuldigung. Neue Karte gefunden, Grabfeldebene. Okay.
Reich der Schatten. Ja, Leute. Irgendwer meinte, ich soll hier Leute finden, hieß es zu mir. Alle miteinander glühen, verkohlt, verbrannt und fort. Zur Fackel geführt von Mesmer und seinem Pack. Womit haben wir ein solches Schicksal verdient? Wir haben einzig unsere Leben geführt, in Frieden gelebt. Gut, okay. Der Mesmer scheint wohl ein kleines Problem zu sein an der Stelle. Einfach friedliche Leute. Seid ihr Gegner? Ihr seid Gegner. Willst du mich hauen? Yep. Du willst mich hauen. Und jetzt willst du mich hauen. Jetzt willst du mich hauen. Und jetzt willst du mich hauen. Ne? Radarfrucht. Rotfleischpilz. Ach, du willst mich jetzt hauen. Okay. Und jetzt willst du mich hauen? Nee, aber der da. Der will mich jetzt hauen. Irgendwo höre ich was. Nee. Der will mich hauen. Ihr wollt mich hauen. Handbuch des großen Herrschers. Okay. Mach mal auf hier, lass mich rein. Nee? Okay. Gut. Lässt mich nicht rein. Wer auch immer dort wartet. Schwarzer Feuerfalter. Klingt bedrohlich. Ist aber nur ein Schmetterling. Hallo Jungs. Irgend so eine Lady in so einer coolen Rüstung hat gemeint, hallo? Ich habe nur eine Frage. Hey. Könnt ihr mir helfen? Nee. Ach, die wollen mich alle hauen. So, okay. Also das Spiel führt mich ganz offensichtlich hier. Sollte ich mal da hochgucken? Ich glaube, ich sollte mal irgendwie versuchen, da hochzukommen. Ich habe Lust jetzt zu versuchen, da hochzukommen. Mir scheint, also irgendwas muss es hier doch noch geben, oder? In diesen verkohlten Ruinen. Oder? Nee. Ah, muss nicht sein. Keine Ahnung. Ach, ein Köter. Ein schattiger Köter. Ey. Bestienblut. Hallo. Es hieß, ich soll hier eine Lady treffen. Da ist ein Vogel. Hi, ey. Ich bin auf der Suche nach einer Lady. Hört mal auf, mich zu verhauen. Loot? 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 Nein, kein Loot. Ah. Habe ich doch den Weg nach oben gefunden. Loot? Da, Loot. Dämliche Krummfingermedizin. Stark.
geil das da hinten aussieht, hier mit den, da oben, wo dieses Ding drauf steht, die grünen Bäume oben drauf. Geil. Loot? Da hinten ist noch ein Loot. Was geht hier? Hallo? Jemand zu Hause? Kiste. Loot. Nice. Klinge der Gnade. Wait. Bist du eine Waffe? Warum habe ich diese Ausrufezeichen nicht? Ich will die Ausrufezeichen haben. Klinge der Gnade. Ich glaube, das war keine Waffe, ne? Glaube, das war keine Waffe. Was war denn das, was ich da gekriegt habe? Wieso werden mir die Ausrufezeichen nicht angezeigt? Mir wurde gesagt, ich habe jetzt eine tolle Funktion in dem Spiel, dass mir jetzt Ausrufezeichen angezeigt werden. Bei neuen Sachen. Hier ist keine Klinge der Gnade. Hier würde ich sie jetzt auch mal nicht vermuten. Hier vielleicht? Upgrade-Materialien? Nee. Schlüssel? Schlüssel könnte sein. Nee, auch nicht. Hä? Hier sowieso nicht? Ich bin verwirrt. Doch bei Waffen irgendwo? Hier jetzt auch nicht, nee, das hätte mich gewundert. Ah, da. Erhöht die Angriffskraft nach jedem kritischen Treffer. Okay, ein Talisman. Alles klar. Hätte ich auch mal auf das. Das wird ja immer angezeigt mit so Symbolen, ne? Ich bin ja aber auch selber dumm, dass ich nicht auf diese Symbole achte, die mir da angezeigt werden, wenn ich irgendwas loote. Viele Seelen man hier kriegt. Runen. Runen natürlich. So, der Kumpel wird jetzt auf mich prügeln, glaube ich. Oh, eine Gnade. Der große Kumpel. Ich glaube, der wird wild. Aber natürlich versuche ich ihn zu verprügeln, wenn er auf mich losgeht. Stufenaufstieg. Ein bisschen fehlt noch. Was kannst du, mein großer Kumpel? Gehst du auf mich los? Yep, du gehst auf mich los. Okay, rechts, links. Ja, okay. Wo bleibt der? Ha, da ist der andere Arm, okay. Geil. Wow! Holy shit! Okay, ich mache dem kaum Schaden, ne? Ich glaube, ich gehe mal lieber. Ja. Alles gut. Lass nur. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Holy shit! Okay. Ja, der hat wohl keinen Bock drauf, angegriffen zu werden. Ach du Scheiße. Okay, den lassen wir erstmal. Aber den 100.000er, den hätte ich gerne wieder, bitte. Ja, das Schloss sieht so aus, als wollte ich dahin. Oder da links? Das Schloss sieht cooler aus. Ah, ich weiß. Bin schon weg. Hey, was geht bei euch?
Ja, mein Dicker. Komm, schieß auf die. Schieß hierher. Ja. Oh, die leben noch. Oh. Yes, da sind sie alle tot. Jawohl. Ich wollte eigentlich den Loot hier haben. Na, dann ist egal. Hauen wir mal lieber wieder ab. Du bist ein Vogel, okay. Was ist das? Warum sehe ich da eine Rune? Eine große Rune, die in der Luft steht. Ah, guck mal. Ihr seid die Kumpels. Hi, Leute. Segen des Skadu-Baums. Skadu-Baumfragmente findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiert sie an Orten der Gnade, um euren Segen des Skadu-Baums zu verstärken. Der Segen des Skadu-Baums steigert die Fähigkeit des Empfängers, Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb des Reichs der Schatten keine Auswirkungen. Skadu-Baumfragment. Das wird, glaube ich, wichtig. Kreuz berühren mache ich mal noch nicht. Hi. Lady Leda spoke of you. Ja, okay. That tarnished. Guided here by kindly Mikola. Won't we all? Ja. Freya. I once fought alongside General Radahn. Ooh. You can be sure I'll hold my own. Oh, another thing. Ja. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the crosses whereabouts. Eine Karte zu den Kreuzen. Dotted about these lands. Okay. They are Mikola the Kind's footprints. Okay. If you've yet to do so, be sure to have our dour little friend. Okay, mach ich. Seid ihr der mürrische Kumpel? Fai, another. Ja. Treading the heels of Mikola. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well enough. Understand. Your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. Der Feind meines Volkes längst und in Brand gesteckt. Ich glaube Mikola's Apologies, wenn er sagt, unsere Delivery wird kommen, aber nie werde ich deine Kind als worthy. Okay, Entschuldigung, keine Ahnung, ich kann auch nichts dafür. Und yet, my oath, I cannot overlook. If Mikola it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. All right. Follow after Mikola. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Dem sein Schwert sieht irgendwie geil aus. Mit Kreuzen markierte Karte. Okay. Karte mit Kreuzstätten erhalten. Ihr findet sie im Inventar. Also hier ist es in dem Fall jetzt nicht drauf. Moment. Im Inventar. Karte mit Kreuzstätten. Wo würde ich die denn vermuten? Einfach bei Standard Ausrüstungszeug. Ne, hier. Aha. Goldene Kreuzstätten untersuchen mit X. Eine simple von einem. Achso, und dann muss ich da auf das Bild schauen. Hier vorm Tor, hinterm Tor und in der Burg. Okay. Was machen die Kreuze? Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Das erste Fleisch meines Körpers zurück. Okay. Himmlische Blutknospe. Gut. Habe ich die 550.000 für das Level Up? Segen des Schattenreichs. Segen des Skadu-Baums, Segen der verehrten Geisterasche. Skadu-Baum. Konsumiert Skadu-Baum-Fragmente, um euren Segen des Skadu-Baums zu verstärken. Der Segen des Skadu-Baums erhöht die Mächte seines Trägers, Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb des Reichs eher. Okay. Alles gut. Ja, Segen verstärken. Segen gestärkt. Okay, und dann brauche ich zwei. Ah, das ist das Level-System, das es hier gibt. Okay, verstehe.
Und diese Segen finde ich immer bei diesen Kreuzen? Wäre jetzt meine Vermutung. Und hier direkt oben soll es eins geben. Na dann holen wir uns doch direkt das zweite auch noch. Dann holen wir uns direkt den zweiten auch noch. So, was geht hier? Loot? Nein, kein Loot. Aber irgendwelche in Schatten gehüllten Boys. Da oben. Da oben haben wir eines. Was ist das hier? Gibt's hier schon einen Bosskampf? Ich würde mich freuen. Ich habe Lust auf einen Bosskampf. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil meines Fleisches. Okay, steht das gleiche. Hey, wer bist du? You must be the tarnished. Der Befleckte sein. Ansbach! Formerly in service to Lord Moak. Die Deins für Smoke, jetzt bin ich wie ihr eine Seele geführt. Und gütigen Mikkeller. Meine Fighting-Days sind weit behind me. Which is why I have chosen to dedicate myself to investigation. To discern Tender Mikkeller's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master, unless I know that I can be of use. Okay. Ja, Junge, ich bin mir noch nicht sicher, wie koscher die ganze Nummer hier ist. Erforsch mal weiter, bitte. Ja, klar. Six crosses identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikkeller's footprints or gravestones which mark what he's left behind. Ja, okay. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you too are keen to know just what kind Mikkeller is doing here. Ja. Definitiv. Finde ich eine gute Idee. Wir beide sind uns einig. Ja. Ja. Wir beide sind uns einig, wir müssen erstmal rausfinden, was hier überhaupt los ist, bevor wir irgendwem vertrauen und irgendwas tun. Vielleicht müssen wir den Mikkeller ja auch verprügeln. Früher oder später. Früher oder später. Hi. Okay. Weiß ich noch nicht. Vieles gefunden? Hm. Schön. Oh! Was kaufst du und verkaufst du denn? Notiz, versiegelte Geisterquellen mit wichtigen Informationen. Goodbye. Tschüss! So, wen haben wir hier oben? Was ist hier oben los? Warum ist hier ein Tor? Was für ein Ding kriege ich hier? Sind das wieder die... Eine gebrochene Rune, okay. Hi! Mach mal auf! Mach mal das Loch auf, bitte. Guten Tag. Was ist hier los? Hallo? Hallo? Da oben hängt was. Ich sehe es ganz genau. Da oben hängt was. Ja. Genau. Ein Scheiß-Skorpion. Ein Scheiß-Spinnen-Skorpion. Hauen Sie bitte ab. Aua. Okay, gegen dich brauche ich, glaube ich, meine andere Waffe. Oder auch nicht. Einfach zwei Hits. Der hat mich mehr verängstigt, als er ausgehalten hat. Okay. Das ist hier alles suspekt. Das ist hier alles suspekt. Was hat diese? Warum nur ein Skorpion? Und da hinten liegt jetzt einfach Loot rum. Nee, da hängen noch mehr. Da hängt irgendwas an der Decke. Mini-Skorpione. Ganz viele. Ja, kommt mal her. Damit ich euch verhauen kann. Alle hier in den Eingang rein. Dann gibt's einen nach dem anderen. Nach dem anderen. Kriegt eine drauf. Skorpione finde ich jetzt nicht so geil. Vor Skorpionen habe ich einen riesigen Respekt, auch wenn die ungefähr gleich, die meisten von denen
ähnlich giftig oder schmerzhaft sind wie Bienen, soweit ich weiß. Und auch die Bienen, die Skorpione, die man so in Südtirol oder so findet. Nee, nicht die oben vergessen. Was auch immer das ist. Dass das eher so wie Bienen- oder Wespenstiche ist, also halb so wild eigentlich, wenn man keine Allergien hat. Aber diese Viecher machen mir so einen Schiss, ne? Also, keine Ahnung. Kannst du bitte da runterkommen? Loot. Segen der verehrten Geisterasche. Verehrte Geister, erfüllen wir im Reich der Schatten überall. Konsumier die Assen. Und glauben vor allem, um den Segen der verehrten Geisterasche zu verstärken. Die Segen der verehrten. Erhöht die Mächte beschworener Geister und die Fähigkeiten des Spektralrosses, Schaden zu verursachen und zu widerstehen. Hat aber außerhalb des Reichs. Okay, das ist für. Das ist auch für. Für Torrent. Nice. Ja. Alles gut. Da ist noch ein großer. Sind hier noch ein paar kleine? Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier gerade reinlauf. Hoi, Hallöchen, guten Tag, der Herr. Ich weiß noch nicht, warum ich hier reinlauf, aber ich vermute, ich bin auf der Suche nach den Kreuzen. Da oben ist eine Gnade. Belurat, Turmsiedlung. Kriege ich ein Level-Up zusammen? Ja, weiß ich Bescheid. Danke dafür. Noch eine? Nee. Doch, Stufe 2. Lol, was? Okay. Mist. Reicht noch nicht ganz. Ein Level up. So, da es jetzt hier rechts und links weitergeht. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ist es keine gute Idee, durchs Tor zu rennen, aber es lässt sich eh nicht von der Seite öffnen. Ah ja, du hast ein Problem mit meiner Anwesenheit, ich mit deiner auch. Mhm, auch nicht von dieser Seite, gut, dann in die andere Richtung. Hallo? So nicht. Stimulierende Globuli. Oh, okay, der hat mich erschreckt. Okay, das hat funktioniert. Oh, okay. Scheiße. Ah. Könnten wir bitte aufhören, mit Magiebrutzelei auf mich zu feuern? Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine geile Idee ist.
Mesmer Feuerfett. Okay. Kann ich mit dir reden? Machst du mir das Loch auf? Verschlossen. Hast du einen Schlüssel? Würden Sie bitte die Tür aufmachen? Okay. Gut, behalte ich mal im Hinterkopf. Hier gibt es eine verschlossene Tür. Schlüssel sehe ich jetzt hier unten keinen. Ich fühle mich aber wirklich wohl vom Level her und die... Also das ist... super hier gerade. Absolut in Ordnung. Habt ihr einen Schlüssel? Ist das... Darf ich kurz? Dunkelschmiedestein. Kein Schlüssel. Okay. Ich brauche gar keine Schmiedesteine, Leute. Und... Huah! Die brutzeln schon wieder da oben. Was? Sackgasse? Schade, ich dachte, ich hätte jetzt einen Weg hinter die Brutzler gefunden. Nee, geht leider nicht. Wir spielen ja hier kein Assassin's Creed. Was liegt da? Was ist los mit dir, armer Kerl? Oh, hi. Mess mal Feuerfett. Was geht hier so? Nix. Hi, du auch? Du auch. Ja, wenigstens sterben die Boys einfach und stehen nicht wieder auf oder sowas. Wäre jetzt so irgendwie meine Vermutung gewesen. Hier ist Loot. Ey, ich wollte dich am Leben lassen. Du hast mich zuerst gehauen, okay? Silbernes Horn. Herstellungsmaterial, oder? Da. Erhöht vorübergehend die Entdeckung von Objekten. Ah, okay. Ah, Loot. Loot, Loot. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Das ist aber großzügig mit den Gnaden hier. War das schon immer so in Elden Ring? Ich habe so viele andere Spiele hier gespielt mittlerweile. In der kurzen Zeit. Ja, passt. So, jetzt sind wir zumindest diese gewaltige Menge an Runen los. Hier ist eine Statue of Marika. Einmal kurz die beiden verprügelt. Verschlossen. Ich denke, hier könnte es vielleicht... sein, dass wir jetzt deinen Boss bekämpfen. Hallo! Hätte ich jetzt gedacht, aber das ist gar keine Marika-Statue. Kann das sein? Ach, guck mal. Okay. Na dann in die andere Richtung. Der Baum ist schon ziemlich cool. Ich find's nice, dass die FPS hier nicht so in den Keller gehen. Hi.
Hallo? Oh, hi! Nicht von der Seite, Mann! Ihr immer. Dass die einen immer erschrecken müssen. Hier kommen die Nächsten von der Seite an. Was seid ihr denn für welche? Schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich die von dort jetzt schon hätte verprügeln können. Damit sie mich später nicht erschrecken können. Faden. Hallo? Lagerraumschlüssel. Aha. Jetzt wäre natürlich Backtracking angesagt. Um diesen Lagerraum zu, um die Lagerräume zu öffnen. Aber ihr kennt mich. Ich komme doch gut klar. Warum sollte ich looten? Ich brauche keinen Loot. Ah, Skorpione. Hi. Viele Skorpione. Skorpionleber. Okay. Let's go. Ein Aufzug! Wo führst du mich hin? Aha. Zum großen Tor. Auch die Abkürzung. Hallo? Ja, ich soll vielleicht den Hebel benutzen, ne? Auch die Abkürzung an der Stelle jetzt hier, die finde ich absolut in Ordnung. Sehr, sehr fair. Benutzen wir mal den Lagerraumschlüssel. Hi, du willst mich, ne? Will mich jetzt noch irgendein anderer? Du. Ach, das war nicht von dieser Seite. Okay. Da oben? Unten war nur... Das ist doch kein Lagerraum, oder? Unten in der Kanalisation. Würde ich jetzt mal nicht als Lagerraum betiteln. So, easy Abkürzung. Ach so, ja, ihr kommt ja jetzt wieder, ne? Ach, meine verrostete Keule. Die beste verrostete Keule. Oh, zwei von euch. Hi. Knochenbogen. Okay. Liebe meine verrostete Keule. Die ist super. Was? Deswegen bin ich hierher gekommen, wegen einem Knochenbogen? Wegen eines Knochenbogens? Alright. Ah. Was ist das hier? Oh! What the fuck? Holy shit! Dämlicher... Meine...
kam es her? Oh, hier sind mehrere. Oh, ja. Warte mal. Okay. Alles gut. Nichts passiert. Bevor du mir nachher noch auf die Eier gehst. Dünne Bestienknochen. Sass. Sehr, sehr sass an der Stelle. Und was macht ihr da unten? Ihr feuert auf mich. Was, warum bist du hier so... getrockneter Blumenstrauß? Okay. Ah, hi. Okay, sollte ich vielleicht da unten lang? Wahrscheinlich. Hier sind doch zwei runtergefallen. Ach komm. Das ist ekelhaft. Hier geht's auch noch irgendwo in die andere Richtung weiter, aber falls hier oben irgendwo eine Gnade ist, nehme ich die natürlich gerne mit. Oh, Hallöchen. Hallo? Was bist du für einer? Warum glitzerst du? Goldenes Horn. Aua! Holy shit! Alter! Alter! Nee, Vogel, Vogel. Ach, Mist. Wegen dem scheiß Vogel. Das konnte ja nicht ewig so gut laufen, ne? Ich wollte auch gerade unbedingt den Treffer haben, ne? Den kritischen. Ich wollte es so gnadenlos durchziehen. Ah, da war bestimmt irgendwo eine Gnade um die Ecke. Ärgerlich. Bin ja doch recht weit gelaufen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich vielleicht erstmal... Weil da unten war das ja, dann brauche ich ja nicht... Dann kann ich ja eigentlich... Hier lang. Jetzt kommen die zwei von oben. An denen laufe ich einfach vorbei. Gekonnt. Oh, dann kommt die, der Kumpel hier. So.
Und dann sind wir doch schon wieder da. Ah, da liegt noch was. Fliegenschimmel. Oh. Okay. So, dann lasse ich mal die links liegen. Und schaue mich mal ganz kurz in der anderen Richtung um. Kommt der andere Boy eigentlich die Leiter wieder hoch, der da hinten runtergefallen ist? Weiß ich nicht. Aua. Oh, das ist mies. Der kommt auch sehr verzögert. Was ist das hier? Verehrte Geisterasche. Okay, nice. Und jetzt bin ich oben, dort wo unten die zwei Skorpione waren. Ja, die gammeln da auch immer noch. Oder beziehungsweise wieder. Hi. Mit einem von euch habe ich schon Bekanntschaft gemacht. Einfach weiter drauf prügeln. Ohne Rücksicht auf Verluste. Es funktioniert. Hat auch schon beim ersten Mal funktioniert. Warum soll es nicht nochmal funktionieren? Und da ist eine Gnade. Ja, wunderbar. Jetzt ist die Frage. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ah, da hinten, da komme ich dann einfach nur darum. Hä? Ach, das habe ich doch schon besiegt gehabt. Ach, lol. Ah. Ich glaube, da bin ich doch zuerst hochgekommen, oder? Und dann bin ich darüber gelaufen, habe die Abkürzung freigeschaltet. Ah. Was ist das? Goldenes Rufzeichen. Was? Hilfe? Nee. Aber das heißt... Wir haben jetzt den ersten Bosskampf hier vor uns. Let's go. Wer bist du? Was kannst du? Weiß nicht, ob ich mit der Waffe gut dran bin. O horn-decked beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculpted keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Ah, ich hätte an der Gnade nochmal leveln sollen. Also diese gesegneten Dinger benutzen. Ich glaube, ich hatte jetzt wieder zwei. Ah, das war vielleicht ungeschickt. Läutert nach Herzenslust. Aber warum denn? Ich will mich doch nur umgucken. Wir wissen doch beide noch gar nicht, was wir hier überhaupt machen. Den dreckigen Nachwuchs der Hure. Du scheinst was dagegen zu haben, dass ich zu Mikela will. Wie geil ist das denn? Mehrere Beine. Göttliche Bestie, tanzender Löwe.
Oh. Mm. Ungeschickt. Oh, der ist wieder geheilt. Er heilt sich, wenn er mich beißt. Ich darf mich auf keinen Fall beißen lassen. Aua, okay, nur, nee, bei dem Hit jetzt nicht. Er kriegt da ein bisschen Abstand zu mir. Du bist auf jeden Fall, du bist ein Kandidat für mein Schwert. Okay, Frame Drops. Okay, wir brutzeln also. Schweinerei. Miese, miese Schweinerei. Noch mehr Frame Drops. Ich würde sagen, der ist ein Kandidat für das Schwert. Auf wie viel habe ich das denn hochgelevelt eigentlich? Ist das schon ganz oben gelevelt? Ja, ist es. Sehr gut. Und dann kann ich schwerere Rüstung anziehen, glaube ich, ne? Was war denn noch? Was kann ich denn noch? Nee, das ist schon die schwerste, die ich hier anhab. Ja, passt schon. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist leveln. Und dann schauen wir mal. Mal parieren kann ich ihn nicht. Vielleicht noch einen anderen Schild mal benutzen, aber... Ah, das Timing ist hier... anders. Aber das ist anderer Schaden an der Stelle. Das ist ein ganz anderer Schaden. Passt. Nicht ganz so gierig sein. Dann wird das easy. Ah, ein bisschen früher. Bisschen früher. Ja, und ich darf mich nicht fressen lassen. Der erste, den ich da nicht erwischt habe, den Ausweichmove, der war nix. Ah, wobei, ich kann auch... Vielleicht habe ich den zusätzlichen Schaden gerade durch dieses Level mit den Samen. Mit dem Skadubaum-Zeug. Aber eigentlich fühlt sich der Schwertangriff... Ich muss früher drücken für den. Und das war zu... Alter, ich kann dem seine Bewegungen nicht erkennen. Ich kann nicht so richtig erkennen, was er tut.
Noch nicht jedenfalls. Boah. Okay. Okay. Früher. Fuck. Das ist so seltsam. Und ich habe hier krasse Frame Drops. Beim Boss Frame Drops haben, das ist scheiße. Lass mich saufen. Ich weiß nicht, was du tust. Ich seh nix. Erkenn nix. Zappelt rum. Zappelt rum. Probier noch mal kurz die Keule aus. Einfach nur, um zu prüfen, ob ich jetzt durch diese Skadu-Baum-Nummer mehr Schaden mache oder ob das tatsächlich die Waffe ist. Es ist die Waffe. Die Waffe macht mit einem Hit viel mehr Damage. Mist. Oh nee. Okay, das ist gut. Shit. Oh, fucking hell. Okay, der Sturm macht nicht so viel Damage. Ach Gott, ich hasse sowas. Oh, come on. Yes. War das nur eine Phase? Hast du zwei Phasen? Nice, let's go. Die Keule war doch die richtige Waffe. Wie viel Runen habe ich jetzt? 120.000. Reicht noch nicht für ein Level Up. Lieber Aufzug, wo führst du mich hin? Noch höher? Okay. Turmzimmer.
Ins Turmzimmer. Was geht hier? Nee, hier geht's noch weiter hoch. Komme ich hier schon zum Baum? Nein. Aber der Baum hat irgendwas eingeäschert. Eingedornt. Nicht eingeäschert, so ein Quatsch. Oh, unser Turm, der du im Schatten versteckt liegst, oh, er habe den Himmel durchbohrende Spirale, führe ihn sicher zu größerer Gottheit. Und gewähre uns in aller Göttlichkeit die Erlösung. Okay. Mit wem auch immer du sprichst, möge es geschehen, wenn du um Erlösung suchst. Nachricht vom Schattenturm. Untersuchen. Von Schatten versiegelt und verschleiert. Nachricht vom Schattenturm. Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikellas Spur folgen. Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm, der von Schatten versiegelt ist. Dorthin wird der gütige Mikella sicherlich gehen. Wir sind keine himmlischen, aber wir müssen den Pfad finden, der uns dorthin führen wird. Ich werde den Kreuzen nach Osten folgen. Okay. Alles klar. Okay, diese Schatten lassen mich hier nicht weiter. Anscheinend soll ich aber... Ah ja, guck mal, das sieht so aus, als wäre das hier so eine Art... Nächstes Gebiet dann so ein bisschen. Das war jetzt Vorgeplänkel hier und da geht's dann tiefer rein. Das heißt, der nächste Schritt für mich sieht ein bisschen so aus, als würde ich über die Brücke gehen. Weil hier war ja noch so ein Kreuz auch. Und dann hoffentlich irgendwann rausfinden, was es mit Mikella auf sich hat. Und mit diesem doch recht guten Fortschritt in einer Stunde schon den ersten Boss besiegt, finde ich eigentlich ganz geil. Würde ich sagen, ist das ein hervorragendes Ende für eine erste YouTube-Folge im DLC von Elden Ring. Und ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.